Hallo, der Matthias ist hier und ich freue mich, dass du dir das Video wieder anschaust. Und ich sende wieder aus meinem wunderbaren Homeoffice. Wie du sehen kannst, probiere ich es wieder mal mit einem Bart heute. Ich hoffe, dass er diesmal etwas besser hält. Heute geht es um das dritte Set aus der China Hall of Fame Serie von Tsingbao. Nummer des Sets ist XB01403B. Und in diesem Set geht es um den vermeintlichen Erfinder des Papiers, Zhao Luan. Tatsächlich jedoch gab es Papier, Qi auf Chinesisch, bereits seit dem 2. Jahrhundert vor Christi. Zhao Luan lebte im Jahre 48 bis 121 nach Christi. Und tatsächlich erfand er die Standardisierung und Verbesserung der Papierherstellung. Insofern kann man sagen, dass Zhao Luan der Erfinder der Papiermassenproduktion war. So stand dank Zhao Luan erstmals genügend Papier zur Verfügung, um nicht nur damit zum Beispiel die Lehren des Konfuzius zu verbreiten, sondern auch um später dann endlich einen der heute wertvollsten und begehrtesten Konsumartikel herzustellen. Und wenn du jetzt an Bücher denkst, dann liegst du leider falsch. Es geht natürlich um das Klopapier. Im zarten Alter von 13 Jahren wurde Zhao Luan kastriert und er diente fortan als Eunuch am Hofe mehrerer Kaiser. Um 105 nach Christi erfand er dann die massenhafte Papierproduktion. Die Arbeitsschritte dazu sind: Bambus schneiden und im Wasser aufweichen, Bambus kochen, Gießen der Papierfasern, Pressen des Papiers und zuletzt Papier auf Wänden trocknen. Heutige Maschinen zur Papierherstellung mögen zwar weit komplexer sein, allerdings ist es auch heute noch im Grunde derselbe Arbeitsablauf. Und wie kam die gute Zhao Luan eigentlich auf diese Idee? Gerüchten zufolge soll der Eunuch zuvor viele Stunden damit verbracht haben, im kaiserlichen Garten die Besten bei ihrem Nestbau zu beobachten. Diese filigranen Gebilde werden auch aus einer Art von Papier durch die fleißigen Nervensägen fertig. Der Kaiser war von Zhao Luans Erfindung dermaßen begeistert, dass er ihm einen Adelstitel verlieh und ihn mit Reichtum überhäufte. So wurde das Papier im ganzen Land bekannt. In der Antike hatten wir zum Schreiben nur unhandliche Bambustafeln oder teure Seide. Dank Zhao Luans Erfindung ist nunmehr Papier überall in Gebrauch. Das war ein toller Erfolg für die gute Zhao Luan. Leider nahm es dann mit ihm zuletzt doch kein so gutes Ende. Gemeinsam mit der fiesen Kaiserin Dou war er in die Ermordung der wunderschönen Prinzessin Jin Jin verwickelt. Jin Jin war eine Rivalin der hinterhältigen Kaiserin Dou. Doch ein Enkel der ermordeten bildhübschen Prinzessin Jin Jin befahl später die Verhaftung des Eunuchen Zhao Luan. Zhao Luan hatte aber mal sogar keine Lust auf Gefängnis. So ließ er sich stattdessen ein schönes warmes Bad ein, leitete sich danach in die teuerste Seide und schluckte Gift. Das war sie also, die Geschichte von Zhao Luan, der das Papier zwar nicht erfunden hatte, jedoch mit seiner Erfindung der Massenproduktion letztlich dafür sorgte, dass wir uns heute im Supermarkt um Klopapier schlagen können. Wie immer folgt jetzt zum Abschluss des Videos noch ein kurzer Clip vom Aufbau des Sets. Bleibt alle gesund und seht zu, dass ihr immer genug Klopapier im Hause habt. Ihr wisst ja jetzt, bei wem ihr euch dafür bedanken dürft. Wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bleibt gesund. Bis bald, euer Matthias.